Hallo liebe Leute, hier ist Christopher, Christopher Plays und ich heiße euch willkommen zu diesem Tutorial Adventskalender und zwar heute E-Gitarre mit meiner Fender Telecaster und zwar Red Hot Chili Peppers mit Californication. Und da mache ich hier diesen Anfang, gemischt mit den Bassnoten, richtig cool. Und alle Leute, die bei mir Unterricht haben und so in diese Stilrichtung gehen, haben das auf jeden Fall auch schon mal höchstwahrscheinlich mit mir gemacht. Ich habe das auch sogar schon mal als Tutorial gemacht, also guckt mal auf meinem Kanal. So, wir gehen jetzt mal rein. Spiele das halt hier über so einen Clean-Kanal. Ich spiele jetzt das hier über quasi die mittlere Position hier. Und wir spielen hier A-Seite leer. Dann spielen wir den zweiten Bund auf der D-Seite. H-Seite leer und dann die 1 auf der H-Seite. So, dann kommt der zweite Akkord, oben die 1 auf der E-Seite. Jetzt die 3 auf der A-Seite. Jetzt die G-Seite leer und jetzt den zweiten Bund auf die G-Seite. Es gibt da manchmal so, also ich habe hier super dünne Seiten drauf und ich habe dann immer mal so Leute, die ziehen dann so die Seite runter. So, ne? Ihr müsst ganz behutsam das spielen. Also. So, und jetzt oben die 1, 3, 0, 2. Und wieder die 1, 3, 0, 2. So, ich spiele das dann immer so einmal durch und dann mache ich das jetzt so, dass ich hier diesen Basslauf mit reinbringe. Das ist dieses. Spielt eigentlich nur der Bass und ich kombiniere das mit der Gitarre, weil das total cool ist. Dann spielen wir halt diesen normalen Teil. Also hier mal die A-Seite, zweite Bund D-Seite, H-Seite leer und 1 dann auf der H-Seite, also das ganz normale. Dann gehe ich hier auf die 5 auf die H-Seite, beziehungsweise B-Seite, zweite Seite von unten und dann mache ich so ein Hammer und Pull-Off. Ich spiele die 5 an auf der B-Seite, dann spiele ich die 3 auf der B-Seite an. Dann hämmer ich mit dem Ringfinger auf die 5, mache einen Pull-Off auf die 3 und dann auf die G-Seite in den fünften Bund. So wie man das auch ganz gut raushört vom Bass. Und entweder hämmer on oder dass man halt hier die G-Seite anspielt. Und das dann einmal so zusammen. Dann runter. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Ich bin halt hier in der 1 drin und jetzt gehe ich runter auf die 5 und muss den Zeigefinger direkt hier auf die 3 setzen und dann. Bei den meisten hört sich das immer so ein bisschen hakelig an oder so ein bisschen, ja, dieser Slide kommt dann so ein bisschen so raus. Irgendwie sowas, ne? Versucht es einfach mal sauber zu spielen. Ist halt ein schönes Ding jetzt, einfach nur ganz, ganz kurz dieses eine Lick halt vorgestellt. Da kann man sehr, sehr schön dran arbeiten. Dann haben wir den zweiten Teil wieder. Und dann der Basspart ist dann hier, dass man nochmal die G-Seite im zweiten Bund anspielt. Und dann die Leerseite. Bam, bam, ne? Auf der G-Seite. 1, 3, Leerseite 2, 2, 0. Dann wieder von vorne. So, und dann mache ich dann hier, dass ich hier den tieferen Teil spiele. Also das hier, einfach nur oktaviert auf die Tiefen. Dann sehen wir halt hier, wir sind ja von dem, in diesem Griff. Dann spiele ich hier die 2 auf der D-Seite, dritte von oben. Nochmal, also die 2, dann die Leerseite D, dann die 2, Hammer-On, Pull-Off zu 0 und dann die 3 auf der A-Seite. 2. Und bevor ich euch. Genau, immer die 2 und jetzt 0, 2, 0, 3. Entweder die 3 angespielt oder halt per Hammer-On. 2, 0, also 0, nicht per Pull-Off, sondern einfach Leerseite anspielen. Hammer-On auf die 2, Pull-Off auf die 0 und dann die 3. Mit Hammer und Pull-Offs haben die Leute auch immer so ein ganz kleines bisschen Probleme, indem man immer auf die anderen Seiten mal so drankommt. Ne? Oder dass man es halt dann nicht so richtig, der Hammer-On hört man nicht richtig oder der Pull-Off wird nur so die Seite so leicht seitlich entweder weggezogen oder nur so der Finger so hochgenommen. Ihr müsst halt richtig schön. Kann man auch ganz gut als
als Hammer-on-Übung machen, so, ne? Und dann, also der Teil. Und dann kommt 1, 3, 0, 2. Und dann lege ich hier den Zeigefinger einmal als Barré auf, spiele unten dann die 1 und dann die 3 mit dem kleinen Finger auf die B-Seite. Also die 1 auf der E-Seite und dann die 3 mit dem kleinen Finger auf die B-Seite. Und ihr seht, ne, da ist man schon gut hier zugange mit den Fingern. Also so. Ja, und im Original würde dann der Teil kommen hier. Der Teil, aber das machen wir jetzt hier nicht. Ne? Das war jetzt nur der Anfang. Machen wir es noch einmal ganz kurz zusammen. So, und jetzt 2, 3, 4. Ich mache dann immer den erstmal so schön zum Aufbauen. Ne? So, und jetzt kommt mit Hammer und Pull-Off. 2, 0. Nochmal der. Liebe Leute, Dankeschön fürs Anschauen, Dankeschön für also dass ihr euch den Advents-Tutorial-Kalender so anschaut. Ist ja immer für jeden was dabei, ist jetzt nicht jeder da immer, dass er sagt, geil, das kann ich jetzt nachspielen oder das ist genau mein Genre, aber genau so soll es ja sein, so wie mein Kanal so ja, offen ist und alle Genres und alle Stilrichtungen bedient, so soll der Adventskalender nämlich auch sein. Und Dankeschön fürs Anschauen. Like doch hier das Video, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert mich. Ihr könnt mich bei Facebook, könnt mich adden. Geht auf meine Homepage, da kriegt ihr auch ganz, ganz viele Tabs und die ganzen Akkorde und dann so alle anderen Informationen zu mir. So, liebe Leute, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.